Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog auf meinem YouTube-Kanal. Endlich wieder HSV, endlich wieder Heimspiel. Und was soll ich sagen, hier im wunderschönen Volksparkstadion, wo wir heute schon sind, spielt morgen unser HSV in der Zweitligapartie gegen den Aufsteiger aus Elversberg. Heute gucken wir aber noch schön das Abschlusstraining an. Es ist wundervolles Wetter, deswegen viel Spaß bei den Eindrücken, viel Spaß beim Video. Und ich würde sagen, let's go! Boah, Leute, wo soll ich eigentlich anfangen? Eine komplett ereignisreiche Woche mal wieder für jeden HSV-Fan. Letzte Woche in Rostock Merlin sein Debüt als Chefcoach gefeiert. Wir als Fans eine komplett chaotische Hinfahrt gehabt. Über die Rückfahrt brauchen wir gar nicht reden. Wie über 800 Fans im Bergedorf stundenlang festgehalten wurden. Ich war leider auch darunter und dabei. Will ich aber in diesem Video gar nicht weiter thematisieren. Zudem dann natürlich hier der neue Chefcoach Steffen Baumgart vor über 300 Fans in Hamburg empfangen. Also echt krass, die Erwartungen sind hoch. Wir freuen uns. Ich persönlich kann nur sagen, dass ich es, glaube ich, feiere. Ich kann es noch nicht so einschätzen, aber wieder mal ein Trainer mit Bezug zum HSV. Er selbst schon lange anerkannter HSV-Fan. Deswegen, ich freue mich auf das, was kommt. Wir gehen jetzt erstmal zum Abschlusstraining. Ich zeige euch ein paar Eindrücke und würde sagen, wir gehen kurz rüber. Also während dort gleich die Profis zum Abschlusstraining runterkommen, sieht man auch hier hinter dem HSV-Campus schon die U19 aufwärmen. Denn die haben parallel heute ein Ligaspiel. Und wie ihr hier am Mannschaftsbus erkennen könnt, spielt die U19 heute gegen RB Leipzig. Und jetzt kommen auch die ersten Jungs die Treppe runter, die Youngsters voran, müssen Bälle schleppen. Wer kennt das nicht als Fußballer? Baumi, unser neuer Chefcoach, der zuletzt beim 1. FC Köln tätig war, ist übrigens unnormal bekannt für seine Schiebermütze. Die konnten wir in Hamburg bisher noch nicht spotten. Vielleicht ist morgen das erste Mal, ich bin gespannt. Und ihr könnt es sehen, auch zum Ende des Abschlusstrainings haben sich hier schon wieder einige Fans versammelt, die hier gleich schön auf Autogrammjagd gehen. Und wenn ihr mal ganz genau hinhört, dann kann man auf jeden Fall direkt merken, dass viel mehr Stimmung schon wieder drin ist als in den letzten Wochen. Baumgart ist ja sowieso sehr bekannt dafür, immer laut und präsent zu sein auf dem Platz, gerade beim Training. Also kann man hier auf jeden Fall sehr gut beobachten. Komm in Hamburg. Vielen Dank. So, Freunde, wir haben jetzt ein bisschen das Training angeguckt, eben noch ein, zwei Bilder abgestaubt. Baumi auch super sympathisch, muss ich sagen. Hat sich für jeden Zeit genommen, Witze gemacht und so. Also guter erster Eindruck auf jeden Fall. Bevor wir uns jetzt wieder auf den Heimweg machen, checken wir noch mal kurz den Fanstore und die Raute aus. Die Raute ist nämlich übrigens das Fanrestaurant vom HSV hier direkt im Volksparkstadion. Hat natürlich auch an Spieltagen immer geöffnet. Ist dann aber natürlich viel, viel voller. So sieht hier der Fanstore im Volksparkstadion von drinnen aus. Natürlich deutlich größer als überall anders. Und schön warm hier nach so einem kalten Training draußen. Vom Fanshop hat man hier auch die perfekte Aussicht auf das Innere des Volksparkstadions. Und da oben, ihr wisst es, da wird morgen wieder supported und 3 Punkte gegen Elversberg geholt. So sieht hier die Raute aus. Könnt ihr da am Spieltag auch schön was essen und noch was trinken hier im Warm. Aber ist natürlich super voll, also da müsst ihr schon rechtzeitig sein, um hier einen Platz zu finden. Auf jeden Fall, gerade an so Trainingstagen, schon cool. Hat man da einen schönen Ausblick aufs Innenfeld des Stadions. Und hier kann man dann noch weitergehen und sich das Museum angucken. Hier links könnt ihr dann auch einmal die Preise sehen für das Museum. Hier rechts könnt ihr sehen, dass man auch eine Stadionführung noch dazu buchen kann. Und jeweils die Termine, falls euch das interessiert. Freunde, wir sind jetzt durch für heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue Eindrücke zeigen. Mal was Neues in die Videos mit einfließen lassen. Abschlusstraining, ein bisschen einen kleinen Einblick vom Fanshop, wie es hier aussieht. Auch an Trainingstagen und nicht beim Spieltag. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Lasst gerne schon mal ein kostenloses Abo da, einen Daumen nach oben. Und dann springen wir jetzt zu morgen zum Spieltag. Let's go! Und willkommen zurück am Spieltag, Freunde. Es ist endlich soweit. Wir spielen heute zu Hause gegen Elversberg. Natürlich wieder ein enorm wichtiges Spiel für uns. Denn am Freitag hat St. Pauli bereits 4-3 bei Holstein Kiel im Topduell gewonnen. Heißt, mittlerweile
sind es für uns schon 10 Punkte auf Platz 1, 4 Punkte auf Platz 2. Deswegen lasst uns einfach bitte heute mal gewinnen. Aber natürlich wird das für uns heute auch wieder alles andere als einfach. Schließlich haben wir das Hinspiel in Elversberg auch schon mit 2:1 verloren. Und der Aufsteiger spielt auch einfach eine gute Saison, ist da im soliden Mittelfeld, ist immer motiviert natürlich. Aber ich denke mal, vor ausverkaufter Kulisse zu Hause wird es zwar ein enges Spiel, aber am Ende setzen wir uns durch. Gewinn mit 2:1, Bobby knipst auf jeden Fall. Und dann denke ich mal, einer aus dem Mittelfeld, natürlich schade, dass Laszlo noch gesperrt ist. Aber irgendeiner von den Jungs wird es schon richten und da den Siegtreffer zum 2:1 schießen, denke ich. Und meine Freundin heute natürlich auch wieder am Start, das Tipporakel. Was denkst du heute? Also wir haben die Jungs ja gestern beim Training gesehen und das sah schon echt gut aus. Baumgart ist da auch richtig dran, aber ich tippe heute mal nicht so hoch, weil die müssen sich auch erstmal alle ein bisschen so zusammenfinden und ich denke, Baumgart wird ein bisschen was ausprobieren. Aha, ich bin da irgendwie bei so einem 1:0. 1:0, wer macht das Tor? Glatzel. Glapsi? Ja. Bobby, der Lieblingsspieler, wer sonst? Alles klar, würde ich unterschreiben. Wie immer, Freunde, ihr kennt es und ihr wartet drauf. Der erste Blick auf unser Stadion. Home sweet home, willkommen am Volkspark. Aber heute will ich auch gar nicht so viel reden, deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt hoch auf unsere Plätze. Hoffentlich sehen wir ein geiles Spiel. Wobei, oh, wen sehe ich denn hier noch? Ihr könnt es sehen. Dino Hermann natürlich auch wieder am Start. Aber wir gehen jetzt hoch, ab zu den Plätzen. Geiles Spiel, let's go. So, Freunde, und wir gehen rein. Erster Blick ins Volksparkstadion. Wie immer, ihr kennt es. Boah, so wunderschön. Und mein Platz hat mich auch schon vermisst, aber wir sind endlich wieder da. Heimspiel. Boah, hab ich Bock. So eine geile Aussicht immer. Kann losgehen. Auf jeden Fall wird es hier heute nicht ausverkauft sein, denn ihr könnt es sehen, ein paar Elversberger sind natürlich angereist, aber niemals wird der Gästeblock heute voll sein. Ist ja nicht so groß die Stadt, deswegen haben wir aber gerade schon ein bisschen ihre Torhüter begrüßt, die sind gerade schon rausgekommen zum Aufwärmen. Und Leute, ey, wir haben gestern drüber geredet und das Erste, was ich heute Morgen nach dem Aufstehen lese, ist, dass es ab sofort HSV Schiebermützen im Fanshop zu kaufen gibt. Also ihr könnt euch sicher sein, dass Baumi heute mit einer HSV-Schiebermütze da am Seitenrand coachen wird. Haben wir ja alle schon ein bisschen erwartet, aber dass es so schnell geht, krank. Also er bleibt seiner Linie treu und wird sicherlich mit der Schiebermütze heute hoffentlich einen Heimsieg holen. Und da seht ihr sie doch auch schon. Die ersten Fans haben sie bereits gekauft. In Grau mit der Raute drauf, die HSV-Schiebermütze. Die Mannschaft kommt zum Aufwärmen. Wie immer zur Tormusik, die wir heute hoffentlich noch öfter hören. Yeah. Ey Leute, Sydney hat es rausgefunden, warum die Kinder da unten so lange die Fahne schwenken. Warte mal. Also meine Vermutung ist, dass die schon mal trainieren, weil die beiden im Stillbereich die Flaggen. Das ist Ausbildung für die Nordtribüne. Immer schön Fahne schwenken. Und beim Aufwärmen ist bereits unschwer zu erkennen. Die Torwartfrage ist geklärt. Daniel Heuer-Fernandes nicht zurück im Tor, sondern Matteo Rapp wird heute starten. Wie geil, ey. Kurz vorm Spiel einfach unser Capo Nico nach unten zum Familienblock gewandert für einen kurzen Wechselgesang zwischen der Nord- und dem XXL-Familienblock, den es heute beim Spiel gibt. Wir haben noch eine Viertelstunde bis Anpfiff. Die erste Hymne kommt. Wir sind der HSV. Ihr kennt es. Die Stadionshow geht los. Boah, hab ich Bock schon wieder. Arme nach oben, jetzt geht es los. Wir sind der HSV. Und das war auch gleichzeitig der Startschuss für mein Hamburg liebe ich sehr. Holt die Schals raus. Mein Hamburg liebe ich sehr, sind die Zeiten auch schwer. Weiß ich doch, hier gehöre ich her. Wo ich spielte schon als Kind, in den Straßen, die mein Zuhause sind. Die Choreo wird hochgefahren. Ich habe euch am Anfang des Videos schon erklärt, worum es geht. Um den Vorfall im Bergedorf. Niemals freut, niemals schnell fahren. Ganz Hamburg hat die Polizei. Ist heute die Message der Nordtribüne. Ich bin jetzt Ludovic. Nein! Mit der 18 Bakkeri. Ja, zusammen Vollgas auf dem Platz und auf den Rängen. Willkommen in Hamburg. Bomben! Für drei Punkte. Los geht's. Und die Mannschaft kommt. Oh, bin ich schon wieder heiß hier. HSV forever and ever. HSV all the way
sind Hamburg, wir sind immer da. An der Elbe werden Träume wahr. Hier weiß jedes Kind, dass wir Champions sind. Wir sind meisterhaft, Hamburg ist die Macht. Und Bobby mit dem Abschluss der ersten Halbzeit, let's go. Chance nach 5 Minuten. Und, oh mein Gott. HSV. Und, so Leute, Halbzeitfazit kurz und knackig, ausgeglichenes Spiel, deswegen denke ich auch, dass das Unentschieden in Ordnung geht. Elversberg mit 2-3 guten Aktionen machen hier auch ein solides Aufwärtsspiel. Der HSV ein bisschen spielüberlegen. Finde ich, machen wir eigentlich ganz gut, aber so der letzte Zug, der letzte Pass vom Tor, der fehlt noch so ein bisschen, damit wir hier in Führung gehen. Deswegen, wie gesagt, 0-0 geht meiner Meinung nach in Ordnung. Ich hoffe, wir legen noch eine kleine Schippe drauf und können dann hier 3 Punkte mitnehmen. Und Elversberg mit dem Anstoß zur zweiten Halbzeit. Komm, Jungs, gewinn jetzt. Nachspielzeit hier fast zu Ende. Wir könnten noch das 2-0 machen, aber es müsste es sein. Komm schon, Heimsieg. Und das Ding ist durch. Das ist der 1-0. Heimsieg gegen Elversberg. 3 Punkte. Zu Hause geblieben im Volkspark. So, Freunde, wir sind wieder zu Hause. Erster Dreier für Steffen Baumgart im Volksparkstadion. Alles in allem würde ich sagen, auch recht souveräner Sieg dann. Erste Halbzeit hatten wir ein bisschen Glück mit ein paar Chancen von Elversberg, aber in der zweiten Halbzeit hat Elversberg eigentlich gar nichts mehr gezeigt. Die Null steht hinten, das ist doch schon mal wichtig. Darüber habe ich mich die letzten Wochen am meisten aufgeregt. Daran kann man anknüpfen, nach vorne hin. Ja gut, haben ein Tor geschossen, das reichte für heute. Hätten sicherlich noch die ein oder andere Situation ein bisschen besser ausnutzen können oder ein bisschen besser ausspielen können. Aber ich bin komplett zufrieden. Sonntag gelungen, 3 Punkte eingefahren. Deswegen freue ich mich, wenn ihr ein kostenloses Abo da lasst, einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns auch schon nächste Woche wieder zu einem nächsten Heimspiel. Denn nächste Woche spielen wir schon wieder zu Hause gegen Osnabrück. Ich freue mich, wenn ihr da wieder einschaltet und würde sagen, bis dahin, ciao, ciao, haut rein.